Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Lunaris liest, von 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne. Und zwar das zweite Kapitel. Für und wieder. Zur Zeit, als diese Ereignisse vorfielen, kam ich von einer wissenschaftlichen Untersuchungsreise aus Nebraska in den Vereinigten Staaten zurück. Dorthin hatte mich die französische Regierung als Professor der Naturgeschichte geschickt. Nach sechsmonatigem Aufenthalt in Nebraska kam ich gegen Ende März in New York an, mit kostbaren Sammlungen im Gepäck. Und meine Abreise nach Frankreich sollte Anfang Mai stattfinden. Ich beschäftigte mich gerade damit, meine mineralogischen, botanischen und zoologischen Schätze zu ordnen, als der Unfall des Scotia passierte. Ich war über das Thema vollständig informiert, hatte alle amerikanischen und europäischen Journale gelesen und nochmal gelesen, war dadurch aber nicht weitergekommen. Das Geheimnisvolle machte mir zu schaffen. Bei der Unmöglichkeit, mir eine Meinung zu bilden, schwankte ich von einem Extrem zum anderen. Dass etwas an dem Ungeheuer dran war, konnte nicht mehr zweifelhaft sein. Und die Ungläubigen waren eingeladen, ihre Finger auf die Wunde des Scotia zu legen. Bei meiner Ankunft in New York war die Frage brennend. Die Hypothese einer schwimmenden Insel, einer unerreichbaren Klippe, welche von einigen urteilsunfähigen Köpfen aufgebracht worden war, war bereits aufgegeben. Und in der Tat, sofern eine solche Klippe keine Maschine im Leib hatte, wie konnte sie so reißend schnell die Position wechseln? Ebenso wurde die Theorie eines herumschwimmenden Schiffsrumpfs aufgegeben, ebenfalls wegen der Schnelligkeit, mit der der Gegenstand sich fortbewegte. Es blieben also noch zwei mögliche Lösungen, welche beide Anhänger fanden. Die einen hielten den Gegenstand für ein Ungeheuer von kolossaler Kraft, die anderen für ein Unterseefahrzeug von außerordentlicher Kraft. Doch auch an dieser letzten durchaus logischen Annahme konnte, nach eingehenden Untersuchungen in beiden Weltteilen, nicht festgehalten werden. Dass ein einzelner Privatmann eine solche Maschine besitzt, war unwahrscheinlich. Wie hätte deren Produktion geheim bleiben können? Nur eine Regierung konnte im Besitz einer solchen Zerstörungsmaschine sein. Und in dieser unheilvollen Zeit, wo der Mensch die Macht der Kriegswaffen immer weiter verstärkt, da war es möglich, dass ein Staat ohne Wissen des anderen einen Versuch machte mit einer solch fürchterlichen Maschine. Auf die Chassepots, die französischen Gewehre, folgten die Torpedos. Auf die Torpedos, die Unterwasserrammböcke am Bug des Schiffes und danach die Reaktion darauf. Aber diese Idee einer Kriegsmaschine musste nach den Erklärungen der Regierungen fallen gelassen werden, da es sich hier um ein allgemeines öffentliches Interesse handelte, da der überseeische Verkehr aller Länder darunter litt, so ließ sich die Ehrlichkeit der Regierungen nicht in Zweifel ziehen. Außerdem konnte man nicht annehmen, dass der Bau eines solchen Unterseefahrzeugs der Öffentlichkeit verborgen geblieben wäre. Unter solchen Umständen so ein Geheimnis zu bewahren, ist schon für einen Privatmann schwer. Für einen Staat, dessen Handlungen von den rivalisierenden Mächten unablässig überwacht werden, wäre das vollends unmöglich. Nach den Nachforschungen in England, Frankreich, Russland, Preußen, Spanien, Italien, Amerika und selbst in der Türkei wurde schließlich auch die Hypothese einer Unterseekriegsmaschine aufgegeben. Die Idee eines Ungeheuers bekam also die Oberhand. Trotz der unablässigen Späße, mit denen die kleine Presse sie verfolgte. Und auf diesem Weg ließ sich die Fantasie bald zu den lächerlichsten Träumen einer fantastischen Fischkunde verleiten. Bei meiner Ankunft in New York erwiesen mir manche Männer die Ehre, mich nach meiner Meinung zu dem Phänomen zu fragen. Ich hatte in Frankreich mein zweibändiges Werk unter dem Titel »Die Geheimnisse der großen unterseeischen Tiefe« veröffentlicht. Das Buch wurde besonders von der gelehrten Welt gut aufgenommen
und so machte es aus mir einen Spezialisten in diesem noch ziemlich unklaren Teil der Naturwissenschaft. Mein Gutachten wurde begehrt. Bislang hatte ich das abgelehnt. Aber da die Anfragen immer drängender wurden, musste ich mich zu der Thematik äußern. Und sogar der ehrenwerte Pierre Aronnax, Professor am Museum von Paris, wurde vom New York Herald öffentlich aufgefordert, irgendeine Ansicht zu der Sache zu formulieren. Also erörterte ich die Frage nach dem Ungeheuer von allen Seiten, politisch und wissenschaftlich, und gebe hier den Auszug eines sehr umfangreichen Artikels, den ich am 30. April veröffentlichte. Also, sagte ich, nachdem ich die verschiedenen Hypothesen einer Prüfung unterzogen habe, muss man jede andere Annahme verwerfen und die Existenz eines Meerestieres von außerordentlicher Kraft in Betracht ziehen. Die großen Tiefen des Ozeans sind uns völlig unbekannt. Die Sonde hat sie nicht erreichen können. Was geht in diesen entlegenen Tiefen vor? Was für Geschöpfe leben 12 bis 15.000 Meilen unter der Meeresoberfläche oder können da leben? Wie sind diese Tiere organisiert? Darüber kann man kaum eine Vermutung aufstellen. Jedoch kann die Lösung des Problems die Form eines Dilemma annehmen. Entweder wir kennen alle verschiedenen Gattungen von Geschöpfen auf unserem Planeten oder wir kennen sie nicht. Wenn wir sie nicht alle kennen, wenn die Natur in der Fischkunde noch Dinge enthält, die für uns Geheimnisse sind, dann darf man wohl von der Existenz von Fischen oder Meeressäugern, neuen Arten oder sogar Gattungen ausgehen, welche die von der Sonde unerreichbaren Schichten bewohnen und die durch irgendein Ereignis, eine Grille, eine Laune an die Oberfläche des Ozeans geführt werden. Kennen wir dagegen alle lebenden Gattungen, so muss man das fragliche Tier unter den bereits erforschten Meeresgeschöpfen suchen. Und in diesem Fall würde ich vermuten, dass es sich bei dem Ungeheuer um einen riesigen Narwal handelt. Der gemeine Narwal, auch Seeeinhorn genannt, erreicht oft eine Länge von 60 Fuß, also mehr als 18 Metern. Nehmen wir diese Dimension mal 5 oder auch mal 10, geben wir diesem Tier eine seiner Größe entsprechende Kraft und verstärken wir seine Angriffswaffen, so haben wir ein Ungeheuer, welches imstande wäre, das Schiff Scotia anzubohren und den Rumpf eines Dampfboots zu beschädigen. In der Tat hat der Narwal als Waffe eine Art Degen aus Elfenbein, eine Hellebarde, wie einige Naturforscher sie auch bezeichnen. Es ist ein Hauptzahn, der so hart ist wie Stahl. Man hat solche Zähne schon in den Körpern von Walen gefunden, in die sie sich hineingebohrt hatten, nachdem ein Narwal sie angegriffen hatte. Andere sind mit Mühe aus Schiffskielen gezogen worden, welche sie durchbohrt hatten. Das Museum der Naturgeschichte in Paris besitzt ein solches Horn. Es ist 2,25 Meter lang und an der Wurzel 48 cm stark. Nehmen wir also an, diese Waffe wäre 10-mal so stark, das Tier 10-mal so kräftig und lassen wir es mit einer Schnelligkeit von 20 Meilen in der Stunde durch das Meer schwimmen. Multiplizieren wir seine Masse mit seiner Geschwindigkeit. So haben wir einen Stoß, der eine Katastrophe wie die genannte auslösen kann. Diesen Informationen zufolge vermute ich, dass es sich bei dem Ungeheuer um ein Seeeinhorn von kolossalen Dimensionen handelt, welches mit einer Art Sporn bewaffnet ist, wie ihn die Panzerfregatten haben, denen es an Umfang und Bewegungskraft ähnelt. So würde das unerklärliche Phänomen seine Erklärung finden, sofern nicht etwa nichts daran ist, trotz dem, was man gesehen und vermutet hat. Was auch möglich ist. Diese letzten Worte waren eine Feigheit meinerseits. Ich wollte bis auf einen gewissen Grad meine Professorenwürde wahren und nicht den Amerikanern zum Lachen preisgeben. Denn die lachen tüchtig, wenn sie lachen. Ich wollte nur eine Hintertüre offen halten,
Im Grunde glaubte ich aber an die Existenz des Ungeheuers. Mein Artikel wurde gut aufgenommen, fand großen Beifall und gewann einige Anhänger. Die Lösung, die er vorschlug, ließ der Fantasie freien Spielraum. Der menschliche Geist ist fasziniert von solch übernatürlichen Wesen. Das Meer ist der einzige Ort, wo solche Riesen, neben den Elefanten und Nashörnern und Zwerge sind, entstehen und sich entwickeln können. In den Massen des Ozeans leben die größten Gattungen bekannter Meeressäugetiere. Und vielleicht bergen sie in ihren Tiefen noch einige andere gruselig wirkende Mollusken und Schalentiere. In der Urzeit waren Landtiere, Vierfüßler, Reptilien und Vögel riesengroß. Warum sollten in den unbekannten Tiefen des Meeres, welches unveränderlich gleich bleibt, nicht noch solche Wesen eines anderen Zeitalters leben? Warum sollte es dort nicht die letzten Arten dieser Riesengattungen geben? Doch kommen wir zurück aus dem Reich der Fantasie, zurück zur schrecklichen Wirklichkeit. Die Öffentlichkeit glaubte damals an die Existenz eines wundersamen Riesentieres. Aber wenn die einen nur einen wissenschaftlichen Aspekt darin sahen, wollten die anderen, beispielsweise in Amerika und England, das Meer von dem furchtbaren Ungeheuer säubern, damit der Überseeverkehr wieder sicher wird. Die industriellen und Handelsblätter behandelten die Frage hauptsächlich von diesem Gesichtspunkt aus. Alle den Versicherungsgesellschaften ergebenen Blätter stimmten in diesem Punkt überein. Nachdem die öffentliche Meinung klar war, gaben die Vereinigten Staaten als erste eine öffentliche Erklärung zu der Ungeheuerproblematik ab. Man traf in New York Vorkehrungen für eine Expedition zur Verfolgung des Narwals. Die schnell segelnde Fregatte Abraham Lincoln wurde flott gemacht, um schnellstmöglich in See stechen zu können. Der Kommandant Farragut bekam Zugang zu den Waffenarsenalen und rüstete sich entsprechend aus. Doch in dem Moment, als das Ungeheuer verfolgt werden sollte, tauchte es nicht mehr auf. 2 Monate lang hörte man nichts mehr davon. Es wirkte fast, als wüsste das Meereseinhorn, dass es gejagt werden sollte. Man hatte zu viel davon gesprochen, selbst über die Kabel der Telegrafenmasten hinweg. Auch scherzte man, dass der schlaue Fuchs einige Telegramme aufgefangen habe und sich nun deren Inhalt zunutze mache. Als also die Fregatte für eine weite Fahrt gerüstet und mit fürchterlichen Maschinen versehen war, wusste man nicht, wohin die Fahrt gehen soll. Doch dann meldete ein Dampfer auf der Linie von San Francisco in Kalifornien nach Shanghai, er habe das Tier 3 Wochen zuvor in den nördlichen Gewässern des stillen Ozeans gesehen. Das sorgte für Aufregung. Man ließ dem Kommandanten Farragut kaum 24 Stunden Zeit, in See zu stechen. Seine Vorräte waren eingeschifft, Kohlen im Überfluss vorhanden, die Mannschaft war an ihrem Platz. Man brauchte nur zu heizen und auszulaufen. Einen halben Tag Verspätung hätte man ihm nicht verziehen. Zudem war der Kommandant selbst voll Eifer. 3 Stunden bevor die Fregatte Abraham Lincoln von Brooklyn aus abfuhr, erhielt ich folgende Nachricht. Herrn Aronnax, Professor am Museum in Paris, Fifth Avenue Hotel, New York. Mein Herr, wenn Sie sich der Expedition der Abraham Lincoln anschließen wollen, wird die Regierung der Vereinigten Staaten erfreut sein, dass sich Frankreich durch Sie bei dieser Unternehmung beteiligt. Kommandant Farragut hält eine Kabine zu Ihrer Verfügung bereit. Ergebenst der Ihrige, J.B. Hobson, Sekretär der Marine. Und das war das 2. Kapitel von 20.000 Meilen unter dem Meer. Lasst uns gerne ein Like, ein Abo, ein Glöckchen und was auch immer uns unterstützen könnte da. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut!